Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dreamfall Chapters mit Zoe, die jetzt hier ganz anders aussieht. Also wie ich schon in der letzten Folge bemerkt habe, richtig hübsch und ich finde die Kleidung, die steht ihr auch richtig gut mit den geflochtenen Haaren und sie hat wieder schöne Haut und nicht so komisches Pflaster drauf. Also ganz ehrlich, diese Welt ist doch viel, viel schöner. Und wir werden jetzt gleich mal rausgehen aus dem Journeyman Inn nach Makuria. Keine Klinke. Ich kann sie nicht öffnen. Okay, ich hatte mir das gerade ein bisschen anders vorgestellt, dass es vielleicht ein bisschen besser läuft, aber keine Klinke können wir hier raus? Auch nicht. Überall liegt Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile geschlossen sein. Ich frage mich, was aus Benrim, der Inhaberin, geworden ist. Sie hat mir geholfen, als es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Beides etwas Gutes. Soweit ich weiß, war das Journeyman Inn ja im alten Viertel bei den Magischen. Und ich wäre jetzt gar nicht mal so sicher, ob es nicht einfach nur leer aussieht, weil einfach keiner mehr lebt. Weil alle weg sind. Keine Klinke. Ich kann sie... Da draußen ist die Stadt Makuria. Sie wartet darauf, dass ich sie betrete. Ja, wie... Wie, jetzt kommen wir nicht raus? Das ist doch die einzige Tür, die wir benutzen können. Oder habe ich schon wieder was übersehen? Hier ist so ein Bottich. Da war früher mal der Sessel gestanden. Ich erinnere mich genau. Es sieht nicht so aus, als würde sich noch jemand um diesen Ort kümmern. Ich meine, das ist ein richtiges Loch im Dach. Ja. Und hier können wir keine Tür benutzen. Haben wir schon rausgeguckt. Die Möbel haben wir auch schon angeguckt. Ach komm schon, man kann die Tür doch einfach aufdrücken. Was macht sie denn hier jetzt für ein Theater? Hier sind wir rausgekommen, als wir das erste Mal in Makuria waren. Oh. Krähe? Oh. Ah. Krähe! Was ist denn los? Du hast mich erschreckt. Du hast mich erschreckt! Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Hab ich nicht. Ich meine, okay, hab ich. Du stehst ja da. Also hab ich dich technisch gesehen gefunden. Aber ich hab dich nicht gesucht. Das ist mein Nest. Sag jetzt nichts. Es ist ein Dach über dem Kopf. Naja, ein Teildach. Ein Dach, das mal eins war. Wo sind wir? Das ist das Journeyman Inn. Ich meine, war's mal. Früher. Jetzt ist es eine Ruine. Das Journeyman? Natürlich. Was ist mit der Wirtin? Benrim. Sie war nett zu mir. Tot und begraben, wie alle anderen, nehme ich an. Ich muss zugeben, dich hatte ich auch für tot gehalten. Als ich dich das letzte Mal sah, machte es Püff, weg warst du. Die Einzelheiten sind immer noch etwas verschwommen. An vieles vom letzten Jahr kann ich mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Ich weiß nur noch, dass ich nach deinem Verschwinden irgendwann in Zadir war. Bin eben erst nach Makuria zurückgekommen. Daher auch, naja, diese Absteige. Zadir? Heimat der Asadi. Diese gepanzerten Leutchen mit aufregender Gesichtsbehaarung und einer schrecklichen Allergie gegen Magie. Ich erinnere mich an die Asadi. Wenn du ein sprechender Vogel bist an einem Ort, wo man die Jagd auf Magische als Sport betreibt, Mann, ich kann dir sagen, ich bin... Später vielleicht. Ich muss einen Weg finden, hier rauszukommen. Ja? Krähe, kannst du nicht vielleicht mal... Erinnerst du dich, dass wir uns im Traum begegnet sind? Ich erinnere mich, dass ich letzte Nacht von dir Moment mal, wieso kennst du meinen Traum? Es war auch mein Traum. Dringst du jetzt schon in meine Träume ein? Oh, oh, Gott der Raben! Hoffentlich weißt du nichts von dem mit den Hühnchen und... Hat Abnaxus noch etwas gesagt, nachdem ich fort war? Der Bucklige? Der aussieht, als hätte er bei der Verteilung der Hässlichkeit ganz laut... gebrüllt? Ja, hat er. Ehrlich gesagt verstehe ich nur die Hälfte von dem, was er absondert... Aber es war sowas Ähnliches wie...
Bring sie her. Du wirst sie hergebracht haben. Du wirst sie herbringen. Du hattest, hast, wirst, ja, und so weiter. Ich glaube, im Grunde ging es um, naja, irgendwas mit irgendwen irgendwo hinbringen. Aber nagel mich nicht drauf fest. Dieser Ort in dem Traum, wo ist der? Das fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Ich hab was geträumt, das ist alles. Es war wie eine große weiße Leere. Hätte überall sein können. Ich schätze, das war der Nordpol? Das glaube ich kaum. Der Südpol? Abnaxos erwähnte die Kinder der Purpurberge. Die Oola? Nee, nie von gehört. Aber die Purpurberge, die sollten doch leicht zu finden sein. Oh, du weißt, wo die sind? Nein, aber komm schon, Purpurberge. Die meisten Berge sind grau oder weiß. Purpurne gibt's nicht gerade viele, sind doch sicher nicht schwer zu finden. Ja, nee. Klingt, als könnten wir dabei etwas Hilfe brauchen. Wir? Hör mal, keine Ahnung, wo dieses Wir plötzlich herkommt. Mir geht's alleine ganz prima. Außerdem kann ich ein weiteres Abenteuer definitiv nicht brauchen. Hat sich ausgeabenteuert. Von jetzt ab bin ich ein abenteuerunlustiger Vogel. Nein, geh du nur und such dir selber Hilfe. War nett, dich mal wieder zu... Naxos hat dir aufgetragen, mich hinzubringen. In einem Traum. Im Traum. Wenn ich jetzt anfinge, auf meine Träume zu hören, das wäre ja noch schöner. Das war nicht nur ein Traum. Es war eine Vision. Träume, Visionen, Albträume, Halluzinationen. Die fallen alle unter die Überschrift wirklich dämliche Ideen. Tja, einen anderen Anhaltspunkt habe ich nicht. Also mache ich mich mal auf den Weg. In die Purpurberge. Krähe ist wieder da. Und ich hatte ihn fast übersehen. Dabei ist Krähe doch so toll. Krähe! Guck mal, kannst du nicht rausfliegen und mir die Tür aufmachen? Hä? Wo hat denn das jetzt geleuchtet? Das hat doch gerade geleuchtet. Ich weiß nicht. Aber Krähe, du musst mir die Tür aufmachen. Trotzdem. Wo hat das jetzt gerade grün geleuchtet? Gerade war es grün. Seltsam. Okay, wir können immer noch nicht raus. Wenigstens regnet es nicht. Deswegen muss Krähe uns eigentlich raushelfen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Oder? Weil dieses Rauskommen-Problem... Hey Krähe, kannst du dir mal das Metalldings da oben anschauen? Was? Den Türgriff, den ich abmontiert habe, damit ich hier ungestört... Oh, verstehe. Im Ernst? Die junge Dame hatte einmal Türgriff bestellt. Kommt sofort. Ist ja cool, dass die Krähe ihn abmontiert hat. Schlaues Kerlchen. Schlaues Kerlchen. Die Frage ist, ob er den von außen auch weggenommen hat. Weil nur von innen ist ja irgendwie schwachsinnig, weil so viele Leute sind vermutlich nicht plötzlich innen und dann wollen sie raus, sondern die meisten kommen ja von außen nach innen, würde ich mal behaupten. Aber jetzt geht's weiter. Wir gucken nach Mercuria und ich bin gespannt, ob da jetzt noch Leute sind oder ob alle weg sind und alles ist leer und tot und verlassen. Zerstört, verbrannt, eingestürzt. Ich dachte, du wolltest da bleiben. In diesem gottverlassenen Taubennest? Ich hab genug davon, wie ein Mückenfänger zu leben. Ganz ohne Abenteuer.
Eine Weile hat's Spaß gemacht, aber jetzt will ich wieder was erleben. Also, was genau machen wir jetzt gerade? Jemanden suchen, der mir helfen kann, die Purpurberge und das erste träumende Wesen zu finden. Und welche Art Abenteuer ist es denn? Ein beschwingter Spaziergang auf sicheren, gut beleuchteten Straßen? Draußen im Wald kampieren unter weitgehend wolkenlosem Himmel? Potenziell lebensbedrohlichen Gefahren auf riskanten Bergpfaden entgegentreten? Ich würde sagen, Letzteres wäre im Bereich des Möglichen. Oh, toll! Ganz große Klasse! Ich bereue es jetzt schon. Okay, ich muss mich kurz entschuldigen. Das Journeyman Inn war offensichtlich nicht im alten Viertel, sondern noch hier im normalen. Und wir sehen hier das Plakat. Das Journeyman Inn hat geschlossen. Aber alle, die etwas Gutes wollen, also quasi wir, sollen doch bitte zum Rooster and Kitten gehen. Kann ich das auch als Zoe angucken? Ich glaube, das ist ein Hinweis an uns. Gibt es einen Plan oder flattern wir einfach so ins Blaue? Kommt drauf an. Gibt es die Rebellen noch? Ich habe von Rebellen reden hören, ja. Meist waren davor ein paar Flüche zu vernehmen und danach wurde lautstark gefordert, es sollten Kehlen aufgeschlitzt werden und Köpfe rollen. Dann wäre das unser Plan. Finden wir die Rebellen. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden könnten? Ich weiß es. Ich bin erst 1-2 Monate wieder da und war meist mit Nisten beschäftigt. Also, nein, keine Ahnung. Toll. Warte mal, Nisten? War das nicht etwas, das nur... Stopp! Machen wir an dieser Stelle einen Punkt und reden wir nie wieder darüber, Was ist das? Da. Das Journeyman ist geschlossen, doch Gäste und Gratulanten sind im Rooster and Kitten herzlich willkommen. Auf der Airede-Allee in der Nähe des Südtors. Und hier ist ein Bild von Rooster and Kitten. Soll wohl ein Gockel und ein Kätzchen sein. Genau. Eine Muschi reitet auf einem Piephahn. Ich meine, ein Kätzchen. Auf einem Piep... einem Gockelhahn. Spinn ich jetzt oder ist das... Spinnst nicht, Krähe. Gut, gut, gut. Tja, wenn's denn der Wahrheitsfindung dient, auf zum Piephahn, zum Rooster and Kitten. Sehr süß, okay. Das ist verrückt. Ich bin wirklich, wirklich hier. Und ich erinnere mich an alles. Naja, wirklich? Ich erinnere mich an manches. Vieles sieht doch etwas anders aus. Aber weißt du was? Wow, ich bin zurück. Und es war doch kein abgedrehter Komatraum. Nein, und ich will jetzt unbedingt in diese Richtung gehen, wo früher der Weg zur Altstadt war. Ich gehe mal stark davon aus. Oder hat sich das jetzt auch geändert? Ich habe gehört, dass die Leute vom Erntemond reden. Das muss alles Teil der Erntefeierlichkeiten sein. Ich bin immer noch viel zu sehr verwirrt. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier lang. Oh Mann. Ich bin total verwirrt, aber es ist mir egal, weil ich bin wieder hier und wir haben schöne Musik und wir haben Krähe, die in die andere Richtung geflogen ist, aber das ist egal. Denn ich weiß, wenn wir hier lang gehen, dann kommen wir vorne nämlich beim Abnaxus raus. Zumindest denke ich mir das. Genau. Ach, und hier konnte man früher ins magische Viertel, genau. Okay. Ja, jetzt sind wir hier beim Abnaxus-Turm und jetzt weiß ich auch, wie wir weitergehen können. Vermutlich sind wir jetzt einfach mal im Kreis gelaufen oder so. Aber das macht nichts. Vielleicht können wir hier ein bisschen umgucken. Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Ja, doch, finde ich auch. Hast dich ganz gut angepasst, auch von der Kleidung her, die plötzlich so erschienen ist. Hast du ganz gut gemacht. Und jetzt sind tatsächlich auch ein paar unterwegs. Ich gehe jetzt einfach mal den altbekannten Weg. Hier sind jetzt auch ein paar Leute. Also, wie läuft das Geschäft? Sie wollen, dass es mit dem ziemlich gut. Ach, ist das schön.
ist das schön, hier wieder zu sein. Okay. Mir gefällt ihr Stil. Vielleicht kann ich eine von Arcadia beeinflusste Modelinie einführen, wenn ich zurück bin. Das wäre interessant. Das Rooster and Kitten. Das ist meine erste Station. Hoffentlich weiß hier irgendjemand was über den Widerstand. Ich gehe rein. Wartest du auf mich? Tja, was kann ein freier Vogel sonst tun? Ich brauche den offenen Himmel über dem Kopf. Oder wenigstens ein anständiges Loch im Dach. Ich würde hier warten. Oder da drüben, wo es Käse gibt und... Oh, ist das eine Brotrinde? Viel Spaß. Stell mich nicht so an. Tu ich nicht. Ich gehe jetzt da rein. Mach ich. Bis später. Aber bitte, Zoe, mach keinen Quatsch und frag nicht, ist das hier der Widerstand? Sondern dezent. Dezent, mein Mädchen. Ganz dezent. Und vielleicht ist ja Kien in der Nähe. Wobei das sehr unwahrscheinlich ist. So, er muss auf jeden Fall Bescheid wissen. Das muss Ulvik sein, der Immerdurstige. Er sieht wirklich aus, als könne er eine Menge trinken. Und er hat auch eine Menge zu sagen. Willkommen im Rooster and Kitten. Hey, schönen Gruß. Habe die Ehre. Was? Was? Ich weiß auch nicht. Ich bin fremd hier. Was ihr nicht sagt. Von wo genau kommt ihr? Ich bin selbst ein Reisender, aber euren Akzent kann ich nicht ganz einordnen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Jetzt wünschte ich, ich hätte diesen Improvisationskurs gemacht. Ich muss mir einfach was einfallen lassen. Sag was, sag irgendwas. Ich bin für Westen. Aus dem Westen. Einfach westwärts. Und dann ganz weit. Was? Aus Arcadia? Weiter links. Westlich. Weiter westlich. Ich dachte, weiter westlich ist gar nicht möglich. Dass Arcadia so weit im Westen ist, wie es nur geht, bevor es wieder Osten wird. Stimmt. Naja, also aus dem Osten. Aber auf dem Weg durch den Westen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber ich habe natürlich so manches auf meinen Reisen noch nicht gesehen. Wie heißt dieses Land? Amerika, Nada. Amerika, Nada? Yep. Süßes Heim, Amerika, Nada, allein. Also, was darf's heute sein? Tut mir leid, was? Wisst ihr, ihr seid die erste Person, die sich von dieser Frage verwirren lässt, obwohl das hier allem Anschein nach ein Lokal ist, in dem getrunken wird. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist es mein Verhalten? Wirke ich nicht gastwirtlich genug? Nein, nein, Sie, ihr seid völlig gastwirtlich. Ihr verströmt geradezu Knäperismus. Zu trinken? In der Stadt scheinen Festlichkeiten im Gange zu sein. Halte ich es für die Leute hier? In der Stadt scheinen Was bestellt man in einer altertümlichen Taverne? Bier. Die Kleidung, die ich trage, ist warm und kratzig. Und ich habe dringend eine Erfrischung nötig. Ich glaube nicht, dass es was Kühl- und Prickelndes gibt. Bier weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir schließen uns einfach mal hier an. Zu einem Festgetränk mit einem kleinen Schirmchen drin würde ich nicht Nein sagen. Wie bitte? Warum sollten Getränke Schutz vor Regen nötig haben? Das hätte ich voraussehen sollen. Habt ihr was in einem hohen Glas, das süß und nicht allzu stark ist? Am liebsten mit Obststückchen garniert. Wie wär's mit einem Krug verdünntem Apfelmost mit einem Apfel drin? Das wird auch gehen. Super. Seid ihr sicher, dass ihr hier am richtigen Ort seid? Ganz und gar nicht. Ehrlichkeit, das gefällt mir. Die ist heutzutage allzu selten. Eurem Aufzug nach und naja, allem an euch würde ich sagen, dass ihr wohl irgendeinen Ort in Hohenhall sucht. Nicht hier unten am Hafen. Das ist eine raue Gegend und... tja, zwischen den Nichtsnutzen, die meine übliche Kundschaft sind, fallt ihr auf. Und aufzufallen ist derzeit nicht immer etwas Gutes. Ich bin sicher, dass dieser Ort irgendeine Verbindung zum Widerstand hat. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er weiterredet. Auf jeden Fall. Nein, ich mag solche Orte. Ich stehe auf Spelunken. Tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Das ist seit langer Zeit das Netteste, was irgendjemand über mein Lokal gesagt hat. Wirklich? Mit der Sprache ist das so eine Sache. Also,
Womit kann ich euch noch helfen, junge Dame? Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Soldaten gesehen. Ich frage mich, ob die Asadi in Makuria immer noch so präsent sind. Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Weniger Nichtmenschen und mehr Rohrleitungen. Oft es findet irgendein Fest statt. Erntemond? Ein paar erklärende Worte wäre nicht schlecht. Ich frage mich, wozu sie diese Drachen über der Stadt steigen lassen. Er hat etwas von einer Zeremonie am Turm gesagt. Bislang habe ich nur Menschen gesehen. Früher gab es hier blaue Leute, pelzige Leute, nichtmenschliche Leute. Wo sind die? Diese Kneipe hieß nicht Rooster and Kitten, als ich das letzte Mal hier war. Fragen wir mal danach. War das hier früher nicht das, Das Cock and Puss. Ja, da hielt sich jemand für witzig. Oh, wir kapieren den Witz alle. Der großspurige Gockel, der so gerne Hahn im Korb wäre. Welch kluges Wortspiel. Schaut nur, wir jonglieren mit Worten wie mit rohen Eiern. Ja, Moment, was? Mir gefiel das nicht. Zu wohl überlegt, um gut zu sein. Aber das Bild einer kleinen, breit lächelnden Miezekatze, die auf einem stolzen Kapaun reitet, damit konnte ich mich anfreunden. Das ist süß, aufrichtig, familientauglich. Das ist, wie meine Kundschaft mich sehen soll. Auf süß. Dem Weg hierher habe ich ein paar Sorgen. Okay, fragen wir nach den Magischen. Wo sind die ganzen magischen Völker? Das wisst ihr nicht? Nun gut, ihr seid fremd hier. Sie wurden in ihre ursprüngliche Heimat, wie lautet das Wort, repatriiert. Das ist zu ihrem eigenen Besten. Makuria ist jetzt eine Menschenstadt. Zauberei braucht man hier nicht mehr. Die Magischen haben es im Süden besser. Da bin ich sicher. Ihr klingt nicht überzeugt. Ich bin sicher. Was ist mit den Asadi? Leiten die Asadi noch immer die Stadt? Oh, das tun sie nicht. Der Rat leitet die Stadt. Die Abgesandte ist... Sie ist eine Beraterin. Ihr Rat ist unbezahlbar, von großem Wert, für uns alle. Klingt nach einer guten Übereinkunft. Und die Soldaten überall? Zu unserem Schutz und unserem Wohl. Sie sorgen dafür, dass wir sicher sind. Vor Feinden von außen und innen. Vor Rebellen, Terroristen und dergleichen. Natürlich. Was ist mit Makuria? Es ist eine Weile her, seit ich zuletzt hier war. Was gibt's Neues? Eurem Alter nach... Verzeiht, ich wollte mir nicht anmaßen. Vielleicht ist euer letzter Besuch noch gar nicht so lange her. Oh, mindestens anderthalb Jahre. Mindestens? Naja, es gibt keine Altstadt mehr. Sie haben das Ghetto niedergebrannt und viele Nichtmenschen auf die Inseln verfrachtet. Außerdem haben die Asadi ein Netz aus Metallrohren aufgebaut. Es ist überall. Niemand weiß, wozu es dient, aber es ist da. Angeblich soll es für Effizienz sorgen. Und sie haben ihren Turm vollendet. Er ist bis zur großen Zeremonie nächste Woche abgesperrt, aber ein beeindruckendes Gebäude. Das höchste im ganzen Nordland, sagen sie. Es findet irgendein Fest statt. Fragen wir mal nach der Zeremonie. Was hat es mit der großen Zeremonie auf sich? Das ist die offizielle Vorstellung des Rohrnetzes. Ich schätze, Sie werden uns bei der Gelegenheit erklären, inwiefern zukünftig für Effizienz gesorgt wird. Die Zeremonie findet nächste Woche statt, am Tag des Erntemonds. Vermutlich dachte die Abgesandte, es würde zu den Feierlichkeiten beitragen. Um ehrlich zu sein, wird es für uns Makuria keinen großen Unterschied machen. Wir werden trotzdem zu viel essen, zu viel trinken und bei Sonnenaufgang im Rinnstein wegduseln. Ich meine, es ist Tradition. Und Traditionen muss man ehren. Klingt nach einem super Plan. Wie ist es jetzt mit diesem Fest? Ich höre ständig vom Erntemond, dem Fest der... Ich dachte, ihr wärt deswegen nach Makuria gekommen. Ja, bin ich. Deswegen bin ich gekommen, nach Makuria. Aber könnt ihr mir vielleicht mehr dazu sagen? Ich bin nicht die ganze Literatur durchgegangen, bevor ich gebucht habe und, naja. Es ist unser Erntefest. Es findet statt, wenn die Bauern ihre Erzeugnisse auf die Märkte der Stadt bringen. Wir feiern diesen Anlass ausgelassen einen ganzen Monat lang. Das Ganze gipfelt in den Festlichkeiten zur Erntemondnacht.
Damit danken wir der Erde und dem Himmel, dem Gleichgewicht, den Göttern und Göttinnen, dass sie uns Nahrung für die folgenden dunklen Monate gegeben haben. Und es ist eine tolle Ausrede dafür, so viel zu essen und zu trinken, wie man nur kann. Ich frage mich, wozu sie diese Drachen über der Stadt steigen lassen. Genau das frage ich mich auch. Haben diese roten Papierflieger eine besondere Bedeutung? Flieger? Ihr meint die Drachen. Sie sind was Traditionelles. Aber man sieht sie nicht gern. Wisst ihr, heutzutage sind sie mehr ein Symbol. Sie stehen für die Magie, das Gleichgewicht, die Draikin. Und sie symbolisieren den Widerstand gegen die Asadi, die neuen Gesetze, gegen das Exil der Magischen. Wenn ihr mit einem Drachen erwischt werdet oder auch nur zu nahe bei jemandem steht, der einen hat, verhaften euch die Wachen und ihr werdet bestraft. Am besten ignoriert ihr sie und meidet Ärger. Denn genau das bringen diese Drachen ein. Ärger. Falls dieser Ort eine Verbindung zum Widerstand hat, ja, muss dieser Mann es wissen. Hoffentlich schmeißt er mich nicht raus, wenn ich danach frage. Nein, er wird uns helfen. Was wisst ihr über den Widerstand? Ihr wisst schon, die Rebellen, die Rebellenbewegung, den Aufstand der Magischen? Nein? Wir reden hier nicht über Terroristen, meine Dame. Oh, klar. Tut mir leid, ich wollte nicht... Ich war nur neugierig. Ich sag euch was. Es gibt jemanden, mit dem ihr vielleicht reden wollt, drüben in der Schmiede an den Grünanlagen. Das ist auf der anderen Seite der Stadt, beim Tor ins Gehäuse. Geht und klopft an der Tür. Sagt ihnen, dass ihr euch nach der Bibliothek erkundigen wollt. Und jetzt habe ich zu tun, fürchte ich. Ich habe meine anderen Gäste schon zu lange vernachlässigt. Oh, tut mir leid. Danke für all eure Hilfe. Das war doch der eine Typ, der auch mit zusammenarbeitet beim Widerstand. Auf jeden Fall werden wir da gleich mal hingucken. In der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüssi.